Moin und herzlich willkommen zu den Business News Nummer 36, wieder mit mir und wir fangen auch direkt an. Fangen wir an mit dem TNM. Dort werden seit Freitagabend die Ergebnisse aus der Zwischenrunde bekannt gegeben. S-Fehler und Zabex haben nichts eingereicht, damit sind Cheshire und Dünge automatisch im 64. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war nicht weiter bekannt, wer schon weiter ist. Inzwischen sollte es aber bekannt sein, wir haben euch das Ergebnisdokument in der Beschreibung verlinkt. Auch sollte inzwischen die 64-Paarung bekannt gegeben worden sein, diese sind ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Wir durften in der Zwischenrunde ein paar coole Runden sehen. Zwei Battles, die von uns rausgestochen sind, sind Anders gegen Drain und Kiwi gegen Johnny West aus dem Lucky Loser Battle. Es ist auch bekannt gegeben worden, dass Typro aussteigen wird, sodass es erneut einen Lucky Loser gibt. Sowohl Johnny West als auch Kiwi haben aber bekannt gegeben, dass diese nicht noch einmal eine Chance haben wollen und jemand anders den Platz bekommen soll. Daher wird ein anderer Verlierer aus der Zwischenrunde noch einmal die Chance bekommen, ins 64. zu kommen, dieses Mal ohne ein Battle. Wir haben uns diese Woche dafür entschieden, dass die Abstimmung der Woche zwischen Anders und Drain ausgetragen wird. Geht daher wie immer in die Kommentare und stimmt für denjenigen ab, den ihr besser findet. Du bleibst nicht stehen, denn auch beim Drehen solltest du Fettsack wohl sitzen. Mach's wie Jerome, jeder Zuschauer des Battles reagiert auf deinen Ausstieg mit Handkuss. Hast du den Namen geplant oder klingen deine Parts ohne Absicht nach Abfluss? Wen willst du mit der Visage schon schlagen, du Held? Du findest, dass deine Hooks stylisch sind, wenn du dir dabei die Nase zuhältst. Echt krasses Konzept, wow. Ich bin die Haus hoch, überlegen. Und du zeigst mir hier die Vogelperspektive. Bin so viel besser, dass man dich von hier oben nicht mehr sieht. Denn du bist niemals so der Gewinner. Zeig mir die Vogelsicht, ich zeige dir den Vogel, du Spinner. Guck mir dein Logo an und denk, das ist mit PowerPoint gemacht. Ich hab gar kein Logo, trotzdem ist es tausendmal so krass. Ja, yeah. Unter Double Time in deiner Quali ist ich doch der Scheißidiot. Man versteht nicht mal was und du nennst das Flow-Variation. Zur Abstimmung von letzter Woche, diese ging mit 8:3 relativ deutlich an. Wann die Bewertung zum Battle kommt, ist ungewiss, aber nach der Finalanalyse ist es natürlich auch verständlich, dazu aber gleich mehr. Im CLT wird gerade noch auf das Bonus-Battle zwischen Skyboy und Arlan gewartet, inzwischen ging aber noch ein Exclusive-Track von Typro online, checkt ihn gerne aus. Im STB ist die letzten Wochen fast nichts passiert, allerdings wurde am vergangenen Samstag ein fast 5-stündiger Podcast abgehalten. Dabei waren die Turnierleitung, Feldarbeiter und Balthasar aus der Jury, Grüße an der Stelle, der Allmaninator, Grüße an mich an dieser Stelle, Ingo Venabile, Zachary und Skyboy. Mit dem ersten Halbfinale zwischen Rick und Resti gegen Dandy wird es dann vermutlich nächste Woche weitergehen. Im LRT wurde das Finale bewertet, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann solltet ihr jetzt kurz pausieren. Die Analyse kommt zwar nicht an die CLT-Finalanalyse ran, aber geht trotzdem fast eine halbe Stunde. Das Battle ging ziemlich knapp mit 65:62 an Zachary und damit ist er der erste Gewinner des LRTs. Wir gratulieren an dieser Stelle. Im DGB wurde das erste Halbfinale zwischen LOLROFLXD und Signum bewertet, dies ging auch sehr knapp mit 105:103 an LOLROFLXD aus. Wann das zweite Halbfinale und das Mini-DGB-Finale bewertet wird, wissen wir nicht, wir bleiben aber dran. Im MRT wurden die ersten Qualifikationen zur neuen Staffel hochgeladen, zusätzlich wurde auch ein zweites Infovideo hochgeladen. Neben Infos zum Turnier wurde auch bekannt gegeben, dass Rygo angeboten hat, Runden für einen niedrigeren Preis zu mischen und ab dem Halbfinale sogar kostenlos zu mischen. Ehre geht raus! Im VRT wurden nun endlich nach langer Zeit die Finalhinrunden zwischen Low Ladder Noob und Minus 1 hochgeladen. Wann die Rückrunden kommen oder ob sie überhaupt kommen, wissen wir noch nicht. Neu im Sortiment dabei haben wir die Discord-Liga. Diese wird von Fenno, Titus, Mollemoll und Lenny geleitet. Das Infovideo zur Liga ist am 27.11. online gegangen und bietet Rappern die Möglichkeit, spontan und unkompliziert Audio-Battles auszutragen. Fristen sind hierbei frei von den Rappern bestimmt, es gab auch schon ein Battle mit jeweils nur einer Stunde Frist. Die Nachfrage ist ziemlich hoch, mittlerweile haben sich knapp 100 Leute auf dem Discord zusammengefunden und in dieser kurzen Zeit wurden auch bereits 15 Battles vereinbart. Schaut also auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr mitmachen wollt oder bewerbt euch auch gerne als Juror. In der LBA werden weiterhin die 32. Runden hochgeladen und als Nachtrag zur letzten Woche in der Punchline Area wurden letzte Woche die Hinrunden des Halbfinals hochgeladen. Noch kurz als Nachtrag, weil ich es im Video vergessen habe, das CMB, das Creative Motto Battle von Magenta, ist nun endlich zum Abschluss gekommen. Nach einer kleinen JBB-Pause von einem Jahr und knapp 3 Monaten ist nun endlich das CMB-Finale erschienen. In diesem haben Aktiv und Wurz nicht eingereicht, aber als kleinen Trost hat Rick hier eine Ersatzrunde gemacht, damit das Turnier nicht nur mit einer Runde beendet wird. Natürlich hat Dandy das Battle gewonnen, da es nur eine Bonusrunde ist, aber extra Content ist immer gut. Außerdem wurde am Ende des Videos das CMB Elite angeteasert, mehr dazu gegen Ende des Jahres. Außerdem wieder etwas leicht in eigener Sache, Jacoby hat angekündigt, dass er mit Battle Rap aufhören möchte und sich aus der Szene zurückzieht. Daher wird er auch zukünftig nicht mehr die News moderieren, sein ausführliches Statement haben wir in der Beschreibung verlinkt, für alle die es interessiert. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Jacoby für seinen Einsatz für Disrespect bedanken und wünschen ihm alles Gute.
Und das war's auch schon wieder mit den News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und viel Spaß mit der Runde der Woche. Alter Marco, dein scheiß Halbfinale wäre sogar noch für ein 16. Wack, Mann. Ey, da betten sich doch nur zwei Markus, wer da das Video zu dem schlechteren Rap macht. Ja, und das war schon dein coolster Track, denn du klingst nach zwei Jahren, als würdest du seit zwei Minuten rappen. Also halt mal nur die Fresse, du flossst halt so wack. Video dreht zum schlechten Rappen, Freetap, zack, ist deine Runde fertig. Du hörst 90 BPM und denkst schon da so schnell, was für Brabbeltan. Selbstbehaft, dann bist du unverständlich. Du triffst mich nur, wenn du sagst, dass das wäre ein spannendes Finale. Was für los machen? Ey, du bist so scheiße im Text. Du musst Wörter finden, um deine Lines zu beenden. Nein, du hast keine Fronts. Hey, ich find dich gut. Nein, Spaß, du bist wack. Punchline Award. Normalerweise schau ich, dass die Lines nicht zu kontern sind. Doch du checkst ja nicht mal, dass die Line grad echt zu kontern ist. Du schreibst rum und passt dann das. Deine Lines zu böse kommen. Doch wächst dabei nur so wie ein Grundschüler mit Trotzanfall.